Die Genuin Classic Stahlblau wurde meines Wissens nach erst 2019 vorgestellt und ist eine Uhr, die in Real noch wesentlich besser aussieht, als es auf dem Video rüberkommt. Das blaue Ziffernblatt ist ganz, ganz dunkel, metallisch blau und hat mich wirklich in den Bann gezogen. Die Uhr ist sehr qualitativ gestaltet und macht sich wunderbar am Arm. Ich freue mich, sie euch heute vorstellen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute habe ich die große Ehre und das Vergnügen, euch eine Uhr zu zeigen, die der Geschäftsführer von Genuin seit einiger Zeit selber am Arm trägt. Das Ganze ist nur deshalb möglich gewesen, weil ihr mich unterstützt mit euren Abos, mit euren Klicks, mit euren Kommentaren. Nur deshalb hat mein Kanal jetzt eine Größe, dass ich von den Herstellern auch wahrgenommen werde. Für die, die mich noch nicht abonniert haben, aber meine Videos mögen, ihr könnt unten im Video den Kanal abonnieren und ihr unterstützt mich dabei, auch zukünftig interessante Videos, interessante Interviews und vor allen Dingen ganz, ganz tolle Uhren vorstellen zu können. Am besten aktiviert ihr noch die Glocke und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Die Uhr, die ich euch heute vorstelle, ist die Uhr, die Matthias Klüh, Geschäftsführer von Genuin, selber am Arm trägt. Vor ungefähr 14 Tagen hatte ich das Vergnügen, ihn interviewen zu dürfen und habe ihm die Frage nach seiner Lieblingsuhr gestellt. Das hier ist seine Antwort. Oh, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das ist so, wie wenn man Eltern fragt nach ihren Lieblingskindern. Nein, also ich habe nicht wirklich eine ausgesprochene Lieblingsuhr. Ich trage jetzt seit einigen Monaten das Modell Stahlblau, weil Blau ist so ein bisschen meine Farbe. Schon sehr konstant, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt eine Lieblingsuhr hätte. Die Genuin Classic Stahlblau mit der Rennnummer 405001 hat das Werk ETA 7750 oder Sedita SW 500 verbaut, je nach Verfügbarkeit. Eine wunderschöne Uhr mit einem stahlblauen Ziffernblatt und einem Durchmesser von 40,6 mm. Die Uhr hat auf der Vorderseite ein Saphirglas und hat eine Bauhöhe von 15,2 mm. Der Abstand zwischen den Hörnern, also die Anstoßbreite, beträgt 20 mm und der Abstand Horn zu Horn, also die Auflagefläche auf dem Arm inklusive Hörner, beträgt 48,4 mm. Die Uhr wiegt ohne Band 85 Gramm. Die Krone ist verschraubt und hat keinen Kronenschutz. Die Verschraubung der Krone lässt sich sehr gut bedienen. Die Drücker sind geschützt, aber nicht verschraubt und lassen sich sehr präzise mit einem guten Druckpunkt bedienen, um die Stoppzeit zu starten oder eben anzuhalten. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 20 Bar, entsprechend 200 Meter. Und das Gehäuse ist aus Edelstahl. Die Seiten sind poliert und das Band ist abwechselnd poliert und mattiert. Das Band schaue ich mir aber später im Video noch einmal genauer an, weil es mir wirklich gut gefällt. Zeiger und Indizes sind mit Leuchtmasse belegt. Die Uhr hat eine sehr gute Nachtablesbarkeit, aber auch das werde ich im Laufe des Videos noch etwas genauer anschauen. Ja, schauen wir mal, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk aussieht. Dafür muss ich die Uhr meines Großvaters, ein Erbstück, ablegen. Und dann kommt die Genuin Classic Stahlblau an den Arm, um zu schauen, wie sie tatsächlich am Arm wirkt. Und wie gesagt, sie gefällt mir wirklich ausgesprochen gut, passt gut an meinen Arm und sieht in Real noch deutlich besser aus, als ich das in den Videos auffangen kann. Die Farbe des Ziffernblattes entspricht die Farbe von Stahl, wenn er auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Es ist ein technisches, ganz, ganz dunkles, metallisches Blau. Die Lünette ist in beide Seiten drehbar, ohne Rasterung, nur durch Reibung gehalten, was eine sehr präzise Einstellung ermöglicht. Das Werk ist hübsch verziert.
Der Rotor ist geschliffen und mit dem Guinan-Logo versehen. Bei einem solchen Werk mag ich den Glasboden, selbst wenn es nur ein Standardwerk ist, mir gefällt es gut und ich schaue mir das immer wieder gerne an. Die Hörner sind leicht nach unten gebogen und haben verschiedene Facetten und Kanten. Mir gefällt das wirklich gut und macht die Uhr für mich wirklich zu einem optischen Leckerbissen. Hier passt sich das Band auch wunderbar ein, denn das Band ist auch etwas aufwendiger gestaltet, als ich es von anderen Herstellern kenne. Insgesamt ist die Uhr wirklich sehr sauber und spielfrei gearbeitet und hier kann man das Band schön sehen. Die Mittelglieder sind poliert, die H-förmigen Glieder sind satiniert und an der Kante gibt es eine eingeschliffene Phase. Die Glieder sind verschraubt, sodass ein Bandwechsel keine großen Probleme bedeutet. Zusätzlich gibt es noch 4 Löcher zur Feinverstellung. Die Schließe ist eine Schließe mit 2 Drückern und einer Art Pilzkopf. Sie hält sicher, hat keinen Sicherungsbügel, sondern hält alleine durch diesen Pilzkopf sicher am Arm. Die Schließe ist mit dem gefrästen oder geleserten Guinan-Logo versehen und es handelt sich hierbei um eine durchaus massive Schließe. Die Uhr hat keine Tauchverlängerung, was man für eine Fliegeruhr auch nicht zwingend braucht. Das Band ist ausreichend flexibel und durch die Faser an der Kante auch haptisch sehr schön und angenehm anzufassen. Mir gefällt das Band wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es erwähnenswert, dass jede einzelne Guinan-Uhr in Frankfurt-Sossenheim im Hause Guinan zusammengebaut wird, aber nicht nur zusammengebaut wird. Es wird jedes einzelne Ziffernblatt auf Fehler und Korrektheit überprüft. Es wird jedes einzelne Gehäuse mehrfach überprüft, ob es den Ansprüchen genügt. Es wird jede einzelne Uhr mindestens 2-mal auf Wasserdichtigkeit getestet. Es wird jede einzelne Uhr reguliert und justiert, damit der Gang den Erwartungen entspricht. Und bei einer feuchten Umgebung wird die Uhr in einer trockenen Luft zusammengebaut, um Feuchtigkeit aus der Uhr herauszuhalten. Bei Nacht sieht die Uhr so aus, nicht ganz wie ich es üblicherweise mache. Guinan hat eine Dunkelbox im Verkaufsraum, um Uhren in lichtarmen Umgebungen prüfen zu können. Die Serie 40 von Guinan ist eine unglaublich vielfältige Serie mit relativ vielen unterschiedlichen Varianten, die sich preislich im Bereich von 1.702 Euro bis 1.955 Euro bewegen. Die hier gezeigte Klassik-Stahlblau kostet am Leder 1.685 Euro und am Stahlband 1.848 Euro. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich in der Position von Kron- und Rücker links-rechts, Farbe der Stoppzeiger und der Gehäusebearbeitung satiniert, poliert oder gesandstrahlt. In meinen Augen eine sehr fair bepreiste, abwechslungsreiche und qualitativ hochwertige Produktlinie von Guinan. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt, bis zum Ende geblieben seid und hoffentlich genauso viel Vergnügen hattet beim Anschauen wie ich beim Drehen. Es kommen noch ganz, ganz viele interessante Videos. Freut euch darauf, ich tue es auf jeden Fall. Tschüss, bis dahin, euer Axel.